Ich stehe heute hier stellvertretend für die Anwältinnen und Anwälte, die im RAV organisiert sind. Wir stehen regelmäßig an der Seite von Marginalisierten. Zuallererst möchte ich mich aber trotzdem bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier ganz viel Kraft und Arbeit reingesteckt haben, bedanken und auch bei den anderen Menschen, die das hier heute möglich gemacht haben. In unserer Praxis machen wir ganz viel, was hier heute und in Zukunft relevant ist. Wir unterstützen Leute, die gegen G20 protestieren, indem wir einen Anwaltsnotdienst machen. Wir haben ganz wundervolle Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden Tag ins Asyl- und Ausländerrecht reinknien und dann beschimpft werden als Teil der Anti-Abschiebeindustrie. Wir wenden uns gegen Polizeigesetze, die flächendeckende Überwachung, Katalogisierung von Menschen vorantreiben. Wir kämpfen für die Pressefreiheit. Die Kolleginnen und Kollegen von der Nebenklage des NSU haben sich ganz entschieden dagegen gewehrt, dass der Verfassungsschutz aus dem NSU mit noch mehr Befugnissen und noch mehr Personal hervorgeht. Und wir stehen zusammen mit den Opferberatungen Seite an Seite von Geflüchteten, während tausende Menschen auf Facebook zugucken, wie sich Gruppen bilden und radikalisieren, die ihnen dann Sprengsätze an die Fenster heften. Wogegen wir nichts tun können, ist, wenn in Landtagen wie in Thüringen die AfD Anfragen stellt, wie viele Homosexuelle in Thüringen leben und ob diese unter Krankheiten leiden. Aber all das, wogegen wir kämpfen in unserer Praxis, entspringt nicht einer AfD-Regierung, sondern den gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir heute schon haben. Das passiert ohne eine AfD-Regierung. Deswegen muss diese Handreichung, die wir heute sehen und auch erlebt haben, meiner Meinung nach über diesen Tag hinaus praktisch werden. Wir müssen Rassisten, homophobe Menschen, Sozialdarwinisten, Nazis und Sexisten ausgrenzen. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass unsere Rechte nicht weiter eingeschränkt werden. Und es liegt an uns, dass Sachsen nicht kippt, dass Thüringen nicht kippt und dass andere Bundesländer und der Bund nicht kippen. Und zwar über diese Landtagswahl hinaus. Und wenn wir uns ansehen, was man erreichen kann als Schüler und Eltern, wenn man jeden Freitag auf die Straße geht und dafür auch Bußgelder in Kauf nimmt, dann darf ich euch doch fragen, was könnten wir alles erreichen, wenn unsere Solidarität praktisch werden würde? Danke. Hallo, herzlichen Dank für diese wunderbare Demo. Ich bin Friedemann von Digital Courage und möchte etwas Grundsätzliches über Grundrechte sagen. Und ich weiß, ich müsste eigentlich zu den Menschen sprechen, die heute nicht hier sind. Und das kann ich aber nicht. Aber gemeinsam könnte es klappen. Ich denke, es ist eine kluge Sache, wenn wir uns alle überlegen, mit wem wir in den nächsten Tagen vielleicht nochmal über eine offene und freie Gesellschaft sprechen. Ruft einfach nochmal an. Dazu ein Satz von Max Frisch. Man sollte die Wahrheit dem anderen wie einen Mantel hinhalten, dass er oder sie hineinschlüpfen kann und nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen. So wie wir hier stehen, wächst der Überwachungsdruck gegen jede und jeden seit Jahren. Die Speicherung aller Telefon- und Internetverbindungen, die Vorratsdatenspeicherung, ist ein deutsches Gesetz. Staatstrojaner, also gesetzliche Sicherheitslücken in allen Kommunikationsgeräten. Biometrische Gesichtserkennung. Bald kommen dann noch Personalausweise mit der Pflicht zu 2 Fingerabdrücken von jeder und jeden. Dazu noch riesige Polizei- und Geheimdienstdatenbanken. Das Grundrechtegrab ist extrem tief. Und diese Überwachungs- und Repressionsgesetze werden beschlossen und dann ständig erweitert. Aber sie werden so gut wie nie zurückgefahren, außer es kommen Leute und machen eine Verfassungsbeschwerde. Das Gegenteil gilt für unsere Grundrechte. Wann haben wir das letzte Mal Freiheiten gewonnen? Wann wurde das letzte Mal ein Grundrecht erweitert? Ich denke, und das ist vielleicht der wichtigste Satz, den ich zu sagen habe, es ist nämlich das, was Grundrechte sind und es ist ihre Bedeutung. Grundrechte sind die Abwehrrechte aller Menschen gegenüber der Macht des Staats,
gegenüber der Macht von Organisationen und gegenüber der Macht von Unternehmen. Aber diese Grundrechte, unsere Abwehrrechte, sterben, wenn sie gegen ihren eigentlichen Sinn verwendet werden. Zum Beispiel, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass es legitim ist, Hass und Hetze zu verbreiten. Unser Computergrundrecht, ziemlich unbekannt, unser Computergrundrecht ist nicht dafür da, um ständig in Ausschüssen und Anhörungen ignoriert zu werden. Datenschutz ist nicht dafür da, damit Behörden Dokumente komplett schwärzen. Und unser Recht auf Sicherheit ist nicht dafür da, um ständig neue Überwachungs- und Repressionsgesetze durch die Parlamente zu pressen. Christa Wolf sagte 1989, Rechtssicherheit spart Staatssicherheit. Das gilt immer. Und sie sagte auch, wir fürchten, benutzt zu werden, verwendet. Heute geht es um die Verwendung 2.0. Und dazu möchte ich sagen, das, was die Menschen 1989 wollten, dafür, das, wofür sie demonstriert haben, haben sie längst nicht alles bekommen. Seit 1989 wurde viel, viel, viel zu wenig getan für das Grundrecht auf soziale und gleiche Teilhabe, für soziale Sicherheit, für sozialen Frieden und soziale Gerechtigkeit. Stattdessen wurden Überwachung und Repression hochgefahren. Und der letzte Satz ist, wir brauchen Freiheitsrechte, keine Überwachung. Hallo, ich bin Roxy, das ist Felix, wir sind vom Poliklinik-Syndikat. Das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Gesundheitszentren in Dresden, Berlin, Hamburg und Leipzig. Warum es uns gibt und was wir tun, das erfahrt ihr jetzt im Redebeitrag. Wenn in der Öffentlichkeit oder im Privaten über Gesundheit diskutiert wird, geht es häufig um unser individuelles Verhalten. Wir wissen, dass uns Sport und eine ausgewogene Ernährung gesund halten und dass Tabak, Alkohol oder Fastfood ungesund für uns sind. Dass aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, darüber entscheiden, ob wir krank werden oder früher sterben, wird selten thematisiert. Dabei zeigen Studien, dass arme Menschen im Schnitt 10 Jahre früher sterben als Reiche. Es ist erwiesen, dass Menschen, die schlechten oder unsicheren Wohn- oder Arbeitsverhältnissen ausgesetzt sind oder Diskriminierung wie etwa Rassismus erfahren, mit höherer Wahrscheinlichkeit chronisch erkranken. Genauso wie wir wissen, dass Rauchen tötet, sollte uns also klar sein, dass Armut tötet. Nicht nur mangelnde Bewegung oder eine ungesunde Ernährung machen krank, sondern vor allem der Stress mit den Vorgesetzten oder dem Jobcenter, steigende Mieten trotz schimmeligen Wohnungen, der alltägliche Rassismus und nicht zuletzt die Ausbeutung von Frauen in der Haus- und Pflegearbeit machen krank. Diese sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit zeigen, dass Gesundheit eine politische Frage ist. Gesundheitspolitik und Versorgung müssen mehr leisten als die Behandlung von individuellen Erkrankungen. Sie müssen darauf zielen, soziale Verhältnisse grundlegend zu ändern. Wirkliche gesundheitliche Chancengleichheit lässt sich nur durch den tiefgreifenden Wandel hin zu einer solidarischen und gleichberechtigten Gesellschaft realisieren. Dieses Verständnis von Gesundheit als gesellschaftspolitische Frage ist für uns als Poliklinik-Syndikat ein zentraler Grundsatz. Wir sind ein Zusammenschluss von solidarischen Gesundheitszentren, in denen primäre Gesundheitsversorgung und Gemeinwesenarbeit unter einem Dach stattfinden. Zum einen gibt es hier hausärztliche Versorgung, sozial- und psychologische Beratungen, Physiotherapie, Pflegesprechstunden, aber und da vor allem auch Platz für Initiativen aus dem Stadtteil. Diese diversen Berufsgruppen arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Durch das Angleichen von Löhnen und eine basisdemokratische Entscheidungsfindung versuchen wir, die bestehenden Hierarchien abzubauen. So stellen wir dem aktuellen, auf profitorientierten Gesundheitssystem ein alternatives Modell entgegen. Gerade in strukturschwachen Stadtteilen können wir so einerseits die bitter nötige Gesundheitsversorgung stellen und gleichzeitig als politischer Akteur in einer Polarisierung der Gesellschaft entgegentreten. Hier in den neuen Bundesländern gab es eine ähnliche Form der Gesundheitsversorgung. Die Rede ist von den Polikliniken der ehemaligen DDR.
Die Stilllegung dieser kommunalen Gesundheitszentren sowie die Abschaffung der Gemeindeschwestern haben zu einer erheblichen Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im Osten beigetragen. Von diesem Strukturenmangel profitieren nun Populisten von AfD, Pegida und Co. Die Schaffung einer solidarischen Gesundheitsversorgung in Kombination mit basisnaher Gemeinwesenarbeit und der politische Kampf für eine soziale und gerechte Gesellschaft sind unsere Gegenantwort gegen Rechtspopulismus. Daher rufen wir alle Menschen, die im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten, auf, sich zusammenzuschließen. Gründet 2, 3 viele Polikliniken. Macht Veranstaltungen, diskutiert mit uns und anderen, werdet aktiv, mischt euch ein. Für eine solidarische Gesellschaft ohne Ausbeutung und Diskriminierung. Denn es gibt kein gesundes Leben im Krankensystem. Liebe Leute, mein Name ist Ario Mirzai. Ich bin Projektleiter bei Deutsch Plus und einer der SprecherInnen von Unteilbar. Ich freue mich, dass so viele von euch da sind und wollte ein großes, dickes Dankeschön loswerden an euch alle hier unten und an das großartige Team hier um mich herum, die es auf die Beine gestellt haben. Deutsch Plus, das ist eine postmigrantische neue deutsche Organisation, die sich 2011 im Zuge der sogenannten Sarrazin-Debatte gegründet hat und seitdem gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit den Mund aufmacht. Dieser Tage ist viel vom Klima die Rede. Klimawandel, Klimakrise, Klimawahl. Und auch bei der Wahl am 1. September geht es um das Klima. Aber neben den Umwelt- und Ökothemen geht es auch um das gesellschaftliche Klima. Und wir wollen nicht, dass das gesellschaftliche Klima kippt. Angesichts völkischer Rassisten in unseren Parlamenten, rechtem Terror auf unseren Straßen und rechten Netzwerken bei Polizei und Bundeswehr braucht es eine starke und entschlossene Zivilgesellschaft, die sich Neonazis und Faschisten in den Weg stellt. Rechter Terror, das ist die größte Gefahr für das friedliche Zusammenleben in Deutschland. Doch Politik und Sicherheitsbehörden versagen im Kampf gegen Rechts. Ich frage mich, wir fragen uns, wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor die rechte Gefahr endlich erkannt und gebannt wird. Ja. Unser Vertrauen in diejenigen, die uns schützen sollen, ist massiv erschüttert. Wir wollen kein Weiter-so. Wir brauchen einen Neuanfang bei den Sicherheitsbehörden und bei einem Bundesinnenminister, der seine schützende Hand über einen Rechtspopulisten wie Hans-Georg Maaßen gestellt hat. So geht das nicht. Das muss aufgearbeitet werden. Ich bin 1985 in Köln geboren, hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und immer noch kommen Leute zu mir und sagen, Integration, das ist das beste Mittel gegen Rassismus. Was für ein Quatsch, was für eine perfide Täter-Opfer-Umkehr. Kein Sprachzertifikat, kein Hochschulabschluss, nicht mal das beste Klopsrezept dieser Welt schützt euch davor, Opfer von Rassismus zu werden. So ist die bittere Realität. Lass ich noch einen letzten Gedanken loswerden. Immer wieder wird gesagt, immer wieder wird gespalten in Deutsche erster und zweiter Klasse, gute und schlechte Deutsche. Da wird dann gesagt, ich wäre ein Passdeutscher. Ich frage mich immer, wo ist da die Beleidigung? Wie viele Millionen Menschen auf dieser Welt wären froh, wenn sie die Rechte, die Reisefreiheit und all das hätten, was mit diesem Dokument verbunden ist? Deutsch sein, das ist doch heute keine Frage des Aussehens oder des Namens, das ist eine Frage der Haltung. Und sowieso, wer dazugehört, entscheidet doch nicht dieses Stück Pappe und Plastik. Wir als Deutsch Plus machen ja viele Workshops, Trainings, Antirassismus, Diversity, alles pipapo. Aber eins will ich euch noch mitgeben. Es gibt eine Sache, für die braucht ihr keinen Workshop, für den braucht ihr keine Schulung. Menschsein. Lasst euch von den braunen Arschgeigen nicht das Menschsein nehmen. Bleibt Mensch, seid Mensch, werdet Mensch. Dankeschön. Ja, lieber Ario, ganz herzlichen Dank. Mir fällt es ein bisschen schwer, da anzuschließen. Ich komme sagen, ein bisschen von einer anderen Ecke. Erstens habe ich eine andere Hautfarbe. Ich bin auch in Westdeutschland geboren. Seit einem Jahr
lebe und arbeite ich in Dresden, und zwar an der Semperoper. Und mein Name ist Johann Kasimir Eule, ich bin der Chefdramaturg und stellvertretender Intendant. Wie gesagt, erst seit einem Jahr. Ich kam mit durchaus mulmigem Gefühl vor einem Jahr hierher, weil ich durch die Presseberichterstattung doch eine etwas vorgefertigte Meinung hatte. Und ich muss sagen, nach dem bisschen Sachsen-Bashing und Dresden-Bashing, das hier subkutan immer mitklang, als Neu-Dresdner bin ich begeistert von der Vielfalt dieser Stadt, auch heute von dieser großartigen Demonstration und den ganz, ganz vielen unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich hier zusammengefunden haben, um gegen den Rechtsruck, gegen Rechtsextremismus und dergleichen zu demonstrieren. Warum stehe ich hier? Weil die Semperoper Mitglied von WOD ist. WOD hatte bei der Demonstration auch einen eigenen Wagen. WOD steht für Weltoffenes Dresden und wurde gegründet 2014 als Reaktion auf demonstrierende Neonazis, die den 13. Februar zu ihrem Gedenktag machen wollten und als Reaktion natürlich auf Pegida, die die wunderbare Kulisse der Semperoper zusagen, ihre Theaterkulisse gemacht haben für ihre Hass, für ihre Menschenverachtung, für ihre Tabubrüche, die schreckliche Sprache und das Politiker-Bashing und Presse-Bashing, das die dort betrieben haben. WOD ist ein Zusammenschluss von, ich glaube, über 90 kulturellen Einrichtungen aus Kunst, Kultur, auch Wissenschaft und Bildung, die sich hier eben locker verbunden haben, um in Verbindung mit anderen Einrichtungen der Stadt immer wieder Flagge zu zeigen, ja, für Humanität, für Menschlichkeit, für Solidarität, aber vor allen Dingen natürlich auch, und hier soll es ja um Rechte gehen, um sich einzutreten für das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, auf Pressefreiheit und natürlich auf die Freiheit von Wissenschaft, Kunst und Kultur. Dieses Recht ist eines der zentralen Grundrechte, das vor 70 Jahren in das Grundgesetz eingeschrieben wurde als eine Lehre, ganz wichtige und zentrale Lehre aus den Zeiten des NS, um hier die Menschen, die Künstlerinnen und Künstler, die Wissenschaftler, die in Bildung, Kunst und Kultur tätig sind, zu schützen, Freiräume zu geben für die Entwicklung von Alternativen, von Utopien, um Empathie, Reflexion, Diskurs zu fördern. Und daran arbeiten wir, daran unterstützen wir alle, die ganz tatkräftig Tag und Nacht zu sagen, an den härteren Fronten des Alltags arbeiten. Hier erklären wir uns solidarisch und in diesem Sinne wünsche ich heute noch einen schönen Abend.